So, Palimblim, gleich geht's los. Es wird ernst hier in St. Petersburg, Florida. Die RLMS ist wieder da. Wir von den Duren TV freuen uns auf einen unterhaltsamen Abend der Sonderklasse. Es gilt, eine Stunde 55 in den Straßenschluchten hier gesund zu überstehen und wenn möglich auch noch weit vorne abgewunken zu werden. Das ist das Ziel von den vier Klassen hier. An meiner Seite der hochwohlgeborene Enrico Schaller. Dein Name, Barbara Ehrlichmann. Ach nee, Harald Ida, was? Das ist korrekt. Für alle englischsprachigen Zuseher. Hier, wie gesagt, wie der Harald schon gesagt hat, St. Petersburg, Florida, USA. Zwischen St. Petersburg, Florida, USA im Deutschen. Wir fahren im Uhrzeigersinn im Außenbereich der Stadt an der Florida Bay auf dem Militärflughafen und St. Petersburg und uns bevorstehen heute, was denn jetzt uns besteht? Stehen heute bevor, Fragezeichen, Gänsezeichen oben. Eine Stunde 55 Minuten Langstreckensport. War jetzt ein ganz toller Satz, ich freue mich. Und ja, schauen wir mal, was es bringt heute. Ja, ich habe von der Spannung her ist ganz unglaublich. Ich habe schon ungefähr 9,4 Zentner Beta-Blocker, Baldrian und Sauerampfer genommen, um mich etwas zu beruhigen. Das ist doch irgend so ein Graszeug. Ja, von mir aus ist das, ja. Du weißt aber schon, dass Gras, wenn andere Leute vom Gras sprechen, was anderes meinen halt. Ja, ja, da bin ich total beratungsresistent. Das soll mir an diversen Gesäßen vorbeigehen, was die anderen dabei denken, wenn ich von Gras rede. Ich meine natürlich immer Sauerampfer. So, liebe Freunde des Langstreckensports, ich hoffe, ihr seid bereit. Knabberzeug ist da, Ohren sind offen, Augen sind mit voller Konzentration auf dem Bildschirm geheftet. Die Chips in den Mund schieben kann man ja freihändig, also freiäugig, wollte ich sagen. Braucht man die Augen ja nicht zum Hingucken. Man weiß ja, wo der Mund ist. Jetzt geht's gleich los. Da sind wir on board bei dem Michael Müller. Er wuchtet sein... bis vor auf P2. Ja, er wuchtet sein bisher so schön funktionierenden Audi in die Schlachtaufstellung. Genau, das ist das Auto, was bis jetzt alle Läufe der RLMS 2011, 2012 dominiert hat, kann man förmlich sagen. Noch weiß er auch nichts von seinem bald eintretenden Getriebeschaden. Das im Getriebe enthaltene Deko-Salz wird erst im Nachhinein entdeckt. Aber du verwechselst das. Du bist heute bei Endurance TV und nicht bei Eggleston TV. Oh, ja, das tut leid. Herrlich, hier sieht man, wie unglaublich breit die Strecke ist. Man könnte da mit 7-8 Fahrzeugen nebeneinander fahren. Das ist eigentlich das Schöne an diesem Stadtkurs. Viele Teile sind wirklich breit. Nur dieses kleine, verschnörkelte Infield, da wo man Platz gebrauchen könnte, da ist natürlich schmal. Sonst wäre es ja nicht so lustig. Richtig, rechts ist ein riesengroßer Golfplatz. Nein, das ist natürlich eine Wiese. Aber auch wieder schlecht. Ja, macht ja nichts. Ich habe dir inzwischen nochmal nachgeschenkt, wenn du möchtest. Auch wenn du nicht möchtest, ich habe trotzdem nachgeschenkt. Ich habe schon mal. Ich glaube, den Rest der Flasche musst du trinken. Ich mag den nicht. Ich muss mir gleich was anderes bestellen. Also der Briller, den habe ich schon. Weißt, hast du damals so schön gesagt, du nimmst jetzt schon. Hey, wie war das? Ich weiß nicht, auf welchen Satz du hinaus willst. Ich habe so viele Sätze gesagt. Du jetzt in den nächsten eineinhalb Stunden treffen wirst, oder wie war das? Nee, ist egal. Weitermachen. Ja, also ich weiß, wie ich in den nächsten anderthalb Stunden treffen möchte. Aussagen. Achso, ich möchte mich von jetzt schon davon distanzieren, was ich heute sagen werde, meinst du? So meine ich das natürlich. Okay, ich verstehe. Wer auch schon eine weg hat im Tee, das ist nämlich der ERS Hybrid Peugeot von Bernd Ahn, der hat mit dem Einparken nicht so. Also der Peugeot hat im Gegensatz zu allen anderen Autos keine Einparkhilfe. Und ja, die Uhr tickt. Wir haben es jetzt noch gut 2 Minuten bis zur Einstadt. Bis zum Start der Einführungsrunde.
Ja, gut. Wenn wollen wir mal den Klugscheiß-Modus rauslassen heute Abend. Haben ja für alles schön Lizenzgebühren bezahlt. Dann können wir auch alles ausschöpfen. Da wird man schon nervös. Da wird schon Racing Sport. Wer wird denn da aufblinken, Fräulein? Ich möchte an dieser Stelle noch einmal die Möglichkeit nutzen und möchte noch einmal allen Gladbach-Fans für den gestrigen Abend danken. War sehr toll. Und Ruhe vor dem Sturm. Hörst du die Ruhe, Harald? Ja, ist wieder relativ laut. Ist auch gerade die Klimaanlage angegangen in unserer Kabine. Es liegt aber auch daran, dass hier, wie immer zu eng ist. Ich freue mich heute trotzdem riesig auf das Rennen, weil ich weiß, wir werden heute sehr gut unterhalten werden. Das ist sehr richtig. Ich hoffe auf wenig Feindkontakt, auf wenig Blechschäden, auf wenig Ausfälle. Ist ein bisschen schwierig, mit dieser Erwartung heranzugehen, weil es ist ein Stadtkurs und Übereifrigkeit und Teufel komm raus denken werden hier noch härter bestraft als auf anderen Strecken. Von daher wird sich hier über die Renndistanz rauskristallisieren, wer unbedacht zu Werke geht, wer einfach nur Pech hat und wer einfach einen kühlen Kopf bewahrt. Und wer im Endeffekt die Schuld auf sich nehmen muss. Ja, so kann man das sagen. Einfach aus allem raushalten. Und ich brauche jetzt erstmal was Klares. Die Whisky-Cola ist nicht so gut. Ich steige jetzt mal auf Wodka um. Bei mir steht blau ja mit Ausrufezeichen auf der Flasche. Das ist ein komisches Getränk. Mal gucken. Prost. Das ist hier für meine Scheibenwaschanlage. Lass das weg. So baust du denn in der Moderatorenkabine eine Scheibenwaschanlage? Nein, das hatte ich mir nur eben ja aus diesem komischen Boxengassenbaumarkt mitgebracht. Aber gut. Wenn es schmeckt, immer rein damit. Gut. Es scheint loszugehen. Also die Ampel hat geswitcht. Hier oben sieht man so schön aus dem Cockpit. Bedeutet nicht, dass das jetzt der Start ist. Nein, jetzt ist die Einführungsrunde freigegeben. Die Fahrzeuge setzen sich in Bewegung. Und schnuppern nochmal, gucken sich nochmal alles an, gucken, wo die Streckenposten stehen, winken nochmal zu den Zuschauern. Versuchen irgendwie die Bremsen auf Temperatur zu kriechen. Nicht, dass es in der ersten Kurve hier geradeaus geht, aber da ist ja eine große Auslaufzone. Wir sind ja hier auf der Landebahn 2.4, wie du vorhin berichtigt hast. Richtig, aber die Auslaufzone ist auch nur schön und lang genug, wenn man sich verbremst. Wenn man quer zur Fahrbahn rutscht, verzögert man wesentlich schlechter als richtig zur Fahrbahn und mit Bremsen, also mit quasi rollenden Reifen bremsend, verzögert man ja deutlich besser als quer rutschend. Ne? Das wollte ich sagen. Gut. Und wenn man quer zur Fahrbahn hin irgendwo hinrutscht oder eventuell noch ein bisschen in der Luft ist, weil man über den Körper geflogen ist, dann nützt noch die Auslaufzone hier nichts. Dann heißt es trotzdem, sag tschüss Blech, sag hallo, neuer Luftschlitz. Ne? Also wenn ich Auto fahre, versuche ich eigentlich immer geradeaus zu rollen. Ich weiß nicht, ob du da deine Erfahrung mit hast. Dem Querrutschen? Ja, das ist ja beim Einlenken in die erste Kurve oder beim Ranbremsen an Konkurrenten kann man sich ja schon mal ungünstig verhaken und dann steht man da mit offenem Fenster und guckt durchs Seitenfenster nach vorne die Wand an und denkt man, nanu, was haben wir denn jetzt? Jetzt aber volle Konzentration, wir biegen in die letzte Kurve ein, sind gerade auf P2 geheftet und gucken mal, wie jetzt der Christian Feger das Rennen freigibt. No Limit Peugeot, das erste Mal, dass er das Rennen bestimmen soll. Oh, da hinten knallt schon. RAS hat sich schon weggedreht. Was war da denn los? Beim Start. Ohne Wort kann ich dazu nur sagen. Aber ansonsten sieht es hier ziemlich gut aus. Ja. Ob die da nachher alle schön angeflogen kommen? Ja, das genau, sieht gut bleiben aus. Wir mal hier. Jetzt gucken wir uns das GT-Feld, das kommt noch an. Ja, da müssen wir hin. So, hier ist GT-Feld. Jawohl, da ist er. Auch sehr schön sortiert. Da ist noch der Killerfisch LMP1 dazwischen. Der hält sich da aber auch fein aus. Ja, also das sah sehr gut aus. Ja, wir haben die Hausaufgaben besser gemacht als da vorne. Da war ja ein bisschen Rambazamba. Jawohl, können wir ruhig rein, hat alles geklappt. Geflogen. Wer war das? Vorletzte Auto. Ich weiß es nicht, wer es genau war. Ja, die haben noch alles dran. Vielleicht war es aber auch mal. Das war eine ganze Motorhaube, habe ich gesehen, die da umhergeflogen ist. Ich kann aber nicht erkennen, wer es war. Ich würde fast sagen, es war vielleicht von dem Herrn Arndt.
erstmal hier das Bild an, lassen wir alle beifliegen, mal gucken, ob man da was wahrnehmen können, ob da irgendjemand hupsa, was ist denn jetzt passiert? Harald, Hilfe! Alles wieder da? Ja, also es sieht ganz gut aus. Benjamin Rösler ist an Jürgen Müller vorbei. Jürgen Müller fällt zurück, hat sich anscheinend gedreht, P13 im Moment. Mal gucken, ob wir was sehen. Da ist der Jürgen, der ganz langsam unterwegs ist, der scheint einen Platten zu haben, aber da war noch irgendjemand anders im Feld, der ziemlich komisch unterwegs war. Ich weiß aber nicht, wer es war. Hier bei dem dunklen Design sieht man gar nicht, dass dem die Schnauze fehlt. Dem fehlt die Schnauze, das haben wir noch viel zu spät hier erkannt, dass dem die Schnauze fehlt. Also natürlich nicht Jürgen Müller, sondern im Auto, möchten wir mal unterscheiden. Dem die Schnauze fehlt, ja, da hast du recht. Ja. So, und David Wölke an Bichler vorbei. Bichler hat sich kurz vor sich daneben geschoben. Wir gucken uns das gerade nochmal an. Wir haben ein Replay. So, wir Bichler greift an und Wölke kontert sofort. Ja, unser Replay sieht man hier nicht. Vergiss es, das war's. Unser Replay hat uns wieder einen Streich gespielt. Ansonsten sieht relativ empört aus. Also das ist der geringste Abstand aktuell. Ja, ich denke hier können wir auch ganz gut bleiben. Hier ist Würze drin, denn Herr Bichler wird mit seinem Qualifying-Ergebnis nicht zufrieden sein. Vielleicht lag das Qualifying-Set auch zu unruhig. So, wir haben auf jeden Fall schon zwei Boxenaufenthalte, nämlich Rico Kollmeier und Bernd Arndt. Und Jürgen Müller. Jürgen Müller auch in der Box, ja. Ansonsten der Manuel Michael alias Bichler. Ach nee. Manuel alias Michael. Ui, und da sonst würde er sich verbremsen, der Manuel. Aber jetzt hat er ein bisschen Schwung geholt, sah gut aus. Ja, hat nicht ganz gereicht. Ich bin schaden. Wer stärker hat. Ob er da einen Angriff setzen kann. Nein, setzt keinen Selbst Angriff. Diese Gerade ist ja auch nicht so gerade oder nicht so lang wie andere Geraden. Und Philipp Kollo an Manuel Nemenschek vorbei. Und Namel Nemenschek wieder zurück vorbei. Stefan Seil. Oh, der Philipp Kollo fällt zurück. P13 im Moment. Jetzt in der Box. Der hat sich also auch die Karre krumm gefahren. Ja, hier in der Anfangsphase sich das Auto schon krumm zu fahren, ist ziemlich dumm eigentlich. Aber man weiß, dass selbst auch verschoben die schönste war. Klassenpole nichts. Nein. Hätte er sich den Stress von eben gar nicht antun müssen. In der ersten Runde ist das eigentlich überhaupt nicht angebracht, sowas. Aber der Bichler, der will es wissen, der beißt. Ja, der fährt hier im Abstand, Sicherheitsabstand von 25 cm hinterher. So, wer macht's wie? Oh ja, doch, also da wollten sie wohl zu zweit nebeneinander noch innen reinstechen, das hat aber so nicht funktioniert. Der USR-Borger hat sich auch dafür bedankt, für dieses übermütige Manöver. Ja, ja. USR Audi. Also du meinst den Kleinen, der bedankt sich ebenfalls, das ist richtig. Ui! Das war der Führende, der Feger, war doch das nicht? Das war oder? Der Fege. Und der Spiker brennt. Da ist aber eine ganze Menge los. Wir müssen das uns jetzt noch Freunde mal angucken, was da los war. Hoffentlich haben wir hier ein funktionierendes Replay. Ich sehe. Der kommt in Schlingern und der Bouchot schießt den Audi ab. Nein, was machen die? Kommt und der Spiker brennt und hat kein Rad mehr. Völlig unbeteiligt ist hier der VE GT2 raus und beide nur Limit-Autos mit schwerer Beschädigung unterwegs. Jetzt haben wir aber Würze und der Bichler ist vorbei. Hat die Situation ausgenutzt. Ach du, lieber Himmel. Dummes, warte, der Müller muss eh in die Box. Ui, und jetzt fährt er auch noch kompletten Humbug und lässt verteilt der Überholgutscheine an den OSR Audi. Da räumen sich die zwei Führenden in der Meisterschaft gegenseitig ab und nehmen dabei den VE Spiker mit. Das glaubst du nicht. Jo, Müller jetzt auf 6 zurückgefallen, Fege schon auf 12. Ah, das dauert jetzt. Also die werden jetzt gleich von hinten wieder loslegen. Aber nicht aufgeben, da gibt es noch mehr, die da heute wahrscheinlich ihr selbst wären. Und Stefan Seiter auch in der Box, den hat es anscheinend auch erwischt. Und der Björn Driske ebenfalls. Markus Gerzak, Vera Corvette auch in der Box. Ach du lieber Willi, da ist aber wirklich gerade Leben in der Bude.
wir schalten trotzdem hier nicht weg, weil hier geht es gerade um die Führung und die zwei, die geben sich es recht. Also das ist, also... Die freuen sich jetzt beide, wenn die sich jetzt da vertragen da vorne, können die auch einfach nur die Gunst der Stunde nutzen und sich ein Treppchenpodest auf jeden Fall sichern für beide. Richtig. Und jeder, der das mal onboard erleben will, hier im LMP1, diesen Horror, ja, ja, mal jetzt nach unten mitverfolgen, weil da sieht man mal, wie das hier zur Sache geht. Ui, und da hat der Wöhlecke. Und da hauen die sich auch raus. Auch noch. Jungs, seid doch vernünftig. Macht jetzt keinen Scheiß. Mal ein bisschen durchatmen. Ja. Ist anscheinend für beide gut gegangen. Fährt noch. Meine Güte, jetzt habe ich aber Herzschlag bis zur Lippe. Herzschlag bis zur Lippe? Die wird wohl bei dir nicht durchblutet, standardmäßig, oder was? Uiuiuiuiui. Herrlich. Ja, für alle Leute, die sich fragen, warum kann ein Rennen so spannend sein? Ganz einfach, es ist RLMS-Zeit, Freunde. Alle, die neu dazugekommen sind, wir sind in St. Petersburg. Kurz nach dem Rennstand ist hier schon turbulente Action angesagt. Und ja, da stand ein Auto in der Auslaufzone. War das der EAS-Wagen? Beiden, das müssen wir mal auskriechen. Wer da wo, wie rumsteht, das sehe ich im Moment nicht. Also bei mir bewegt sich alles auf dem zweiten Monitor. Aber die beiden LMP Pole Position Inhaber haben beide schon Opfer bringen müssen hier in den ersten paar Runden. Richtig, also Fege holt gerade wieder auf, ist auf 22. Wobei ja, also Michael Müller hat anscheinend weniger Schaden gehabt, war nicht so lange in der Box, der ist sogar schon wieder auf 11. Tja, da freut sich der Herr Fege, dass er Pole Position fährt. Und dann passiert sowas. Leider können wir im Moment nicht woanders großartig hinschalten, weil ich sehe nämlich auch gerade, dass Schmitz und Gödige, die sind auch nicht weit auseinander. Die waren eben auch schon mal auf Schnupperkost. Der Rest ist fast über eine Sekunde, außer Bräuch an Rosler. Die sind auch noch innerhalb einer Sekunde. Aber so nah wie hier geht es nirgendwo zu. Und hier ist auch ein bisschen Aggressivität im Spiel. Lassen wir ruhig da drauf bleiben. Und da quant schon wieder. Nicht, dass da hier noch... kommt Verkehr, passt auf Jungs, macht keinen Scheiß. Richtig, hat eben schon nicht geklappt. Hier versucht er innen rein zu stechen. Ob das die Idee ist, es klappt zumindest, aber es hat der... Ey, hat nicht geklappt. Hier ist echt Alarm in der Backen. Stützt die Alten und Gebrechlichen, haltet den Kindern die Augen zu. Hier ist RLMS am Start, Freunde. St. Petersburg rockt gerade. Und jetzt machen sie hier zickzack durch das GT-Feld. Herrlich, herrlich, herrlich. Wer will wen wie weit abdrängen und ist die Corvette dabei? Jetzt auch hauen sie gleich sich beide in die Reifen. Und die Corvette hatte noch Glück bei der ganzen Sache. Ja, hat die wirklich Glück vorbei. Auf der letzten Rille. Hat er also, sich auch ein bisschen schwert. Da war aber schon der Reifenstapel so gut wie ein Kotflügel. Also wie das der Gödige noch um die Kurve rumgekriegt hat, tut mich jetzt selbst ein bisschen bewundern. Ihn auch. Peklo und Stockert in der Box. Ja, und Schmitz tut sich's genauso geben, hier die ersten drei der GD1. Schmitz, also Gödige, Schmitz, Heim, das sind die drei, die hier innerhalb von einer halben Sekunde rumdonnen, da geht's genauso spannend zur Sache. Deswegen haben die sich auch eben ordentlich alle beschwert. Hier fährt der nächste in die Box. Wer war das? Nee, das ist ein langsamer Audi. Was macht der denn? Da hinten kommt jetzt der ERS. Also das wird hier genauso spannend jetzt, ne? Der ERS tut fast den Hallen abschießen. Uiuiui, meine Fresse. Jungs, Jungs, Jungs. Dass hier alles noch so gut geht, wundert mich ein bisschen. Ja, ist erstaunlich wenig eigentlich. Funktioniert noch alles ganz gut. Peklo immer noch in der Box. Scheint anscheinend einen mächtigen Schaden gehabt zu haben. Sven de Haas auch in der Box. Also ein was kann man sagen. Derjenige, der heute hier das überlebt, der hat das Podest safe. Das ist fix. Da braucht man so. Gar nicht dran so rütteln. Ja. Einige, du musst ja hier erstmal deinen Rhythmus finden. Uiuiuiui, ich sehe schon wieder Teile fliegen. Ja, das ist, wer ist das im Moment? Das muss doch hier Rödig und Co. sein, ne? Ui, und der Herr Rösler ist ja auch etwas spitz und unangekündigt in die Lücke gefahren. Das Lustige ist ja, dass der Gültige, der fährt ja direkt vor dem hinter dem Quadriga-Auto. Das ist ja, das Quadriga-Auto war ja schon in der Box. Ja, wie sieht es eigentlich momentan aus oben im Klassement? Hast du den Überblick? Also, ich kann das mal im Schnelldurchgang durchgehen. Bichler, Gültige, Rosterland sind die ersten drei der GD1. In der GD2 sieht es wie folgt aus.
jetzt falsch? Ist Rösler, ist doch... Ja, Rösler ist er und jetzt... Rösler. Richtig. Euch, Jäger. Sind die ersten drei vor ähnlich. So sieht's aus. Ist der Fünfte. In der GD1 gültige Schmitz-Hein. Und in der GD2 muss ich jetzt gerade mal gucken, wo es denn da losgeht. Hausen, Händerkäse und Enders. Genau, oh. GT2 hatte ich nichts getan. Und jetzt sehen wir mal, der Daniel Ehrlich ist von Platz 8 auf Platz 2 in der LMP2 hervorgekommen, nur weil er sich aus allem rausgehalten hat. Die anderen hatten Probleme, sich selbst gemacht oder machen lassen. Und er ist einfach durch die Trümmer durchgefahren und hat sich dann vom vorletzten auf den Vorforten-Platz quasi geschoben. Vorforten? Ja, also vor allen Dingen der Simon, der ja das Qualifying nicht mitgefahren ist, der ist auch schon auf P4 in der GD2. Also hier sieht man auch schon am Bildrand. Man sieht hier den Platz 2 bis 3, bis 4 im Bild. Man ist der blaue Porsche im Hintergrund. Der Junior Porsche. Das ist praktisch jetzt kaum Platz 2 der GD2 Klasse. Das M-Technology Auto von Jan Hinderkes gegen Fabio Enders im Ace Racing Porsche. Ja, so, Bichler. Und der Bichler hat sich massiv abgesetzt, ja, von dem Herrn Böhlke. Was auch nicht so schön ist, dass wir den Jan Hinderkes jetzt gar nicht erfreut haben, ist, dass der Manuel kurz vor dem GD2 einbiegt auf der Anbremszone. Das ist nicht von ohne. Zum einen kriegt der Porsche dann dadurch mächtig Dirty Air. Zweitens kann der nicht so stark verzögern wie in LMP1. Das kann drittens dann auch mal ganz schnell zu einer Diffuser-Kollision führen. Splitter gegen Diffuser. Umgenommen so. GD2 Diffuser gegen LMP1-Splitter. Da kommt erst der David Wollecke und der mit Manuel Bichler ist schon ellenweit weg, der ist schon fast wieder auf Startziel. Das sind schon 6,5 Sekunden, die der Manuel da in anderthalb Runden rausgefahren hat. Das ist unglaublich. Der Bichler fährt auf jeden Fall momentan ziemlich aggressiv. Was auch eng zur Sache geht, ist hier Platz 7 und 8 Gesamtplatzierung, nämlich Wollecke gegen, wo bin ich denn jetzt? Wollecke, Quark, Mac. Jäger gegen Nemeček. Auch nicht. Falsch. Das war ehrlich. Jetzt haben wir's. Aber da sind wir schon jetzt schon wieder 1,5 Sekunden dazwischen. Ja, der hatte. Da war ein bisschen Verkehr, da kommt auch weiter ein Verkehr. Haben wir jetzt der Jäger und wer ist das? Der orange OSR hier, wer ist das denn? Simke Sehnemme. Driske. Driske. Oh, hier haben wir auf jeden Fall gerade, sieht man wieder schön Schmitz und hinter dem Driss kommt auch sofort der Herr Seiter. Schmitz und Gödiger, hier sieht man es, die sind wieder ziemlich nah beieinander, also dort unheim direkt hinterher, da ist immer noch nichts gegessen. Also die GD1 Abteilung ist immer noch in Angriffsstellung gegeneinander, jeder richtig, der da irgendwo ein Problem hat. Guck mal hier, zu viert, goldig. Ja, und der Seier, ja, ist, uiuiui. Ja, werdet euch einig. Jede Uneinigkeit wird mit einem Frontverlust belohnt. Ah, das ist im Moment also ohne Worte. Ohne Worte. Ja, und es sieht so aus, als wäre der Bernd Arndt schon komplett raus. Der bewegt sich nämlich nicht mehr aus der Box. Für alle, die im Moment wirklich ein bisschen durch die Herschalterei verlieren, wir versuchen natürlich im Moment auf diesen Zweikämpfen drauf zu bleiben, die relativ nah aneinander sind. Hier Platz 2 und 3 der GD1 Klasse, Schmitz Heim, also der Felix Heim, der tut mich ja heute echt ein bisschen in Staunen versetzen. Meine Fresse, was haben sie denn in den letzten 4 Wochen gefüttert? Der hat doch bestimmt irgendwie so einen Rekrut-Keks gekriegt zum Frühstück jeden Tag. Ja, wer kriegt ihn nicht? Und der Michael Müller kämpft sich hier wacker durchs Feld. Felix Hein, ein halbherziger Angriff. Für den Ganzen hat es aber auch noch nicht gereicht, war noch nicht daneben. Ja, aber ich würde sagen, diese drei Kandidaten, Gödicke, Schmitz, Hein, sind alle drei von dieser, vom Schlag, dass es auf die Distanz ankommt und nicht auf den einen oder achten auf den einen oder anderen harten Fight
auch wenn wir gerne natürlich harte und faire Fights sehen. Freuen wir uns natürlich, wenn die Autos alle gesund ins Ziel kommen. Da kam schon wieder, das müsste der Robert Gödicke gewesen sein. Ja, auch wieder. Richtig. Sehen wir sogar noch nicht aus Tacho. Knapp 255, 260 Topspeed am Ende der Geraden. 240 waren das. Ja. Ich habe ja Blindenhautentzündung, ich sehe das nicht so gut. Am Gödicke sind es 250. Ja. Man kann auch überall ein bisschen mehr hochspielen. Auch wenn die Risse wo sind bei dem Salin, aber von hinten holen sie schon wieder ein BMW an. Ich kann ihn nicht erkennen, vielleicht können wir die Zuschauer erkennen, das scheint ein hellblaues Auto zu sein. Wenn wir uns hier mal checken. Und der Georg Weg. Armer Kerl hat den Ferrari schon wieder in die Box gewuchtet. Was ist da passiert? Aber der Salin liegt ziemlich ruhig, muss ich sagen. Ui, der liegt ganz ruhig. Da steht der Killerfisch Salin und der Stefan Seiter, VE LMP2, standen da. Fahren die mittlerweile wieder, ja. Sieht so aus. Und da gab es schon einen Fahrerwechsel. Guckt euch nee, das an. Ein Verkehr hier auf der Landebahn. Das ist der Wahnsinn. Vier Leute wieder in der Box. Markus Broich, Patrick Rall, Philipp Jäger und Daniel Ehrlich. Da ist der Film unglaublichen Splitter. Wer war das? Was ist das? Ich glaube, das war der Herr Bichler. Kann das sein? Nee, das waren Aston Martin. Heinen, der räumt noch ab. Räumt noch einen ab. Oh, sehen wir das noch? Das muss ich mir jetzt angucken. Heinen, wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Ja, das müssen wir uns noch mal angucken. Ja, noch mal auf den Schmidt. Ja, ich versuche hier das Bild zu finden. Hier sieht man es, Armer Ander und Räumen. Und hat sich sogar das Auto kaputt gefahren, der fährt nicht mehr. Das hat jetzt ordentlich gebremst. So, und finden wir das Play nochmal in Heinen-Cam? Ja, ist schwierig, ist wirklich schwierig. So, das werden wir jetzt auch nicht mehr kriegen, aber wir werden jetzt nochmal den Felix einfangen und gucken mal, wie das Auto aussieht. Ja, hat auf jeden Fall nur drei Reifen. Oh, Felix, mach langsam, hier Auslaufzone, ganz hinten rein, der nächste Reifen. Nächste Reifen weg, somit lenkt der Wagen gar nicht mehr. Das war's. Nur jetzt mit der Hinterachse in die Box, das wird ein Kunststück, das kriegt auch Felix Heinen nicht hin. Oh, so ist Felix, es. Die Wände von St. Petersburg sind ziemlich unerbittlich. Ja. Schade, sah wirklich gut aus, aber ja, Qualifying reicht nicht. Racing, Aston Martin übrigens, den es da mit zerhackt hatte, den, wo ich nämlich den Splitter habe fliegen sehen. Mhm. Da sieht man auch, dass der Schmitz auch in die Box musste, also den hat es dabei auch irgendwas weggerissen. Und wer mal wieder, ja, das ist das Auto, was der Herr Heinen getroffen hat und in die Wand geschoben hat. Und wen sie mal wieder erwischt hat, und es ist unbeschreiblich, die Corvette ist wieder mit dem blauen Auge davon gekommen. Was die dieses an Glück haben, das ist schon nicht mehr beschreiblich. Also das ja, beim ersten Lauf hat der Herr Legner das Ding noch effektvoll in die Wand gezimmert. Ja, aber die haben halt in dem Fall, was äußere Umstände angeht, haben sie halt immer wieder Glück. Das muss man ja einfach lassen, aber irgendwann hört auch diese Glückssträhne auf. Ja. Das Ende ihrer Glückssträhne in 3, 2, 1 kaputt. Nein, das wünscht man natürlich auch keinem. So, der tapfere Christian Frege. Nach selbstverschuldetem Hagelschaden kämpft er sich wieder bitter durchs Feld, ist schon auf P8 gesamt. Und was habe ich eben gesagt? Der Zeitec könnte hier einen Achtungserfolg landen. Im Moment Gesamtsechster in der Klasse auf P5. Ja, aus allem ausgelassen. Der Noah, vorhin hat er sich gesagt, fahrt ihr mal alle Quali, übt ihr mal, ich mach's nachher ruhig. Richtig, und dass es mit ruhigem Blutdruck und sanften Handschuhen hier besser läuft, sieht man ja. Ja, wobei, also ist der Schmitz, konnte da überhaupt nichts dazu, der war einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Ja, Peklo auch komplett raus, fährt nicht mehr aus der Box, Ferrari hin, die italienische Technik wollte nicht so, das heißt gar kein Ferrari mehr im Feld. Der Motorsport for All Ferrari ist ja abgemeldet. Ja, wir haben jetzt drei Auswähler, also Kohlmeier, Peklo und Heim. Und Arndt, der rein wollte. Arndt ist nicht aus. Der ist aber so weit dann raus. Echt?
Warum wird denn der bei mir? Das war der erste Ausfall, hm? Nach einer Runde. Der wird bei mir aber noch nicht als DNF, das war echt kurioserweise. Okay. Was steht er denn in der Box? Hä? Das ist ja mal lustig. Okay, ich nehme alles zurück. Also das ist jetzt mal sehr kurios. So, da wollen wir mal gucken. Ja, Zweikämpfe momentan. Sieht man an Enders vorbei. Also sieht man momentan jetzt auf P2 13 Sekunden hinter Lukashausen in der GD2-Klasse. Das haben wir irgendwie verpasst jetzt in dem Kuddelmuddel, dass der Herr Siegmann sich still und heilig auf Platz 2 vorgekämpft hat. Ja, und jetzt wird mir hier angezeigt, Daniel Ehrlich war schon dreimal in der Box. Das finde ich ein bisschen seltsam, weil der ist so weit vorne. Das würde mich jetzt übertrieben irritieren. Schmitz auch dreimal angezeichnet und Jäger auch dreimal. Also diese Anzeichen kannst du wahrscheinlich vergessen. Ja, Stocker viermal sogar. Wo ist denn Ehrlich bei mir auf P16 mit dreimal Boxenaufenthalt? Also irgendwie faul. Da haben wir nachhaken. Wobei, R-Faktor, ja, wenn man aus der Box rausfährt in die Schlachtaufstellung, zählt das manchmal schon als Boxenstopp, weil man ja schon in der Box war, bevor es losgegangen ist. Da darf man sich ja nicht übertrieben von verwirren lassen, für alle Freunde, die auch den RF-Monitor benutzen. Da passieren schon mal solche Missgeschicke. Ja, vielleicht kriegen wir ja noch unerwartet Interviewgäste, die uns aus Insider-Sicht irgendwas berichten können. Ich würde mich spontan für Felix Hein oder einen von den Green Flashes interessieren, was denn da los war. Sah aus wie krampfhaft überbremst, gleichzeitig aus dem Windschatten hervorgehuscht und dann das Heck verloren. So, wir gucken mal weiter. Wo geht's momentan zur Sache? Also Bräuch tut jetzt gleich auf Gültige auflaufen, das ist nicht Bräuch. Wo ist Bräuch? Herr Bräuch? Da muss der Bräuch sein. Das ist jetzt eine Überrundung, das ist ein Überholmanöver. Oh, und da steht der Schmitz schon wieder. Ich kriege die Krise. Was macht denn der Schmitz? Wir versuchen einen Riegel zu finden. Das Auto ist auf jeden Fall total Hacker. Gucken, was da los war. Jetzt haben wir einen Aussetter kurz und er dreht sich schön in den Reifenstapel und ich glaube, den Ace Racing Porsche hat es dabei auch noch zu hageln. Oder war das noch in unserem Replay falsch? Ja, das war glaube ich im Replay falsch. Ja, schade, das war jetzt selbst verschuldet. Ja, also und hat sich sowohl Diffuser als auch Heckspoiler abgesemmelt. Der Junge ist auf jeden Fall jetzt aus seinem Rhythmus und muss jetzt auch langsam machen, dass er zurück in die Box kommt. Ach, der Sebastian, der hat aber auch die Saison überhaupt nur die Bräuche an der Backe. Wir gehen momentan mal auf den, da wollte ich eigentlich hin, ja, auf den Herrn Jäger, der jetzt auch den Herrn Enders hier überholt. Das ist auch ein normales Überholungsmanöver durch die Boxenstopp-Aufenthalte. Wir gehen auf jeden Fall erstmal wie durchs Feld momentan, weil echtliche Überholmanöver oder Schlagdistanz gibt es aktuell nicht. Das Einzige, was ich jetzt andeutet, ist praktisch Fege und Nevi, wobei das Diesel gegen Benzinbauer ist. Das wird der Herr Fege leichtes Spiel haben und da ist es auch schon geschehen. Da haben wir überhaupt nichts großartig. Keine Gegenwehr, wurde Feind vorbeigewunken. Der Feind wurde vorbeigewunken. Da hast du gesagt, fein vorbeigewunken. Fein, friedlich, nett. Okay, gut. Hätten wir das auch geklärt. Ja, so, jetzt hat Jäger erstmal 41 Sekunden aufzuholen. Der nächste vor ihm ist praktisch Miguel Müller, sein Teamkollege, auf Platz 5 liegt er auf 6. Der Gesamtklassement im Gesamtklassement. Und ja, jetzt muss er sich erstmal hier durchs Feld fliegen. Ja, ich würde sagen, das Highlight-Video lassen wir einfach die letzten 12 Runden weg und dann haben wir dann eine Stunde 37 Highlight-Video oder sowas. Herrlich. Sehr gut möglich, ja. Ja, das war heute am laufenden Band. Auf jeden Fall ziemlich böse. So,
wo es jetzt ein Überholmanöver gibt, ist hier gleich demnächst Hendakes und Ungar. Hendakes muss auch irgendwo ein größeres Desaster gehabt haben. Der ist nämlich auch ziemlich weit zurückgefallen. Der läuft jetzt und auch den Herrn Ungar auf. Das ist der Orangener Porsche. Also die aerodynamische Vorderpartie ist auch nicht mehr in Gänze zu bewundern bei M-Technology. Nein, also die Motorhaubsponsoren sind an der Box abgelegt. Richtig, die zahlen auch für umsonst, kann man sagen. Plus der Pflege, aber und am meisten bezahlt, aber am wenigsten im Bild, weil sie meistens nicht zu sehen ist. Sonst mal gucken, was der Jan da jetzt macht. Wir gucken uns das einfach mal an. Unsere jetzt wird's laut. Macht gar nicht. Wir hören einfach auch etwas lauter hin. Unser polnischer Boxenreporter Władysław Bryczyk macht sich schon auf die Suche nach Interviewpartnern. Und zwar wurde angeraten, doch mal in die Grünflächbox zu laufen und da jemanden zu ranzuzerren. Ich werde gleich mal gucken, was Władysław da so an Erfolge vorzuweisen hat, wen er denn da dann holt. Władysław Bryczyk habe ich angeworben für 3,50 die Stunde, brutto natürlich. Da ist 50%, 55% Abzug. Richtig. Auch bei 1,70. Ja. Klein Vieh macht auch nicht. So, hinter Kessel. Ui, da hinten gab es einen kleinen Mauerkontakt. Da ist doch auch schon wieder irgendwelcher Carbon End. Plagung. Ja, Hendakes jetzt dann. Also Hendakes beißt jetzt, der riecht den OSR Borschen förmlich. Na gut, der hat natürlich jetzt auch eine Aerodynamik wie eine Schrankwand. Und da mogelt sich noch der Herr Müller querfeld ein dadurch. Philipp Jäger beißt sich auch von hinten ran. Der will da auch keine Zeit verlieren. Keine gute Stelle zum Überholen, mogelt sich auch dazwischen. Hier wird schmal, was macht der Jäger? Der geht aus. Da kommt Killerfisch und Bichler und alle hinten dran. Freunde der Sonne. Vor dem Bichler? Nee, das ist ein Überholungsmanöver, ich wollte gerade sagen. Aber jetzt wird der Hinweis jetzt wahrscheinlich mal kurz die Bremse etwas später drücken und zieht ein und kann nicht setzen. Schöner Versuch. Da hinten riecht es nach Panos. Nach Panos, da hinten kommt nämlich, wenn ich das richtig interpretiere, der Führende der GD2-Klasse, das ist richtig. Im Moment Lukas Hauser am Steuer. Der Lukas hat mir heute Nachmittag verraten, dass sie beabsichtigen, heute einen Fahrwechsel zu machen, was einige andere Teams nicht machen werden. Zum Beispiel die Führende GD1 Robert und Chor. Dort wird heute der Oberkönig alleine am Steuer sitzen, der Daniel Legner macht Urlaub. Und ja, ich erwarte demnächst den Herrn Pritschewitsch, keine Ahnung, was wie der Kollege richtig heißt, hier in der Moderatorenkabine. Können sich draußen noch unseren Begrüßungs-Prosecco. Derweil gucken wir hier mal. Also Jan muss jetzt durch die Überrundungsmanöver ein bisschen zurückstecken. Im Gegenteil, er muss jetzt gleich noch den Lukas vorbeiziehen lassen. Beiden technisch im Moment keiner weiter in Schlagdistanz außer die zwei. Also das ist im Moment das engste Duell. Der orangene Porsche gegen den weiß-gelben Porsche. Folgt von dem führenden GD2 und der Harald ist zurück. Was machen die Jungs da draußen? Trinken die noch ihren Prosecco oder was machen die? Ja, Felix Hein. Slit! Da galt es gerade einen orangefarbenen OSR Porsche, zumindest die vollständige rechte Hälfte zu bewundern. Links ist leider in St. Petersburg stecken geblieben. Ja, und schauen wir uns nochmal an. Anbremsen. Das beinahe zerschellt. Verrissen, das war quasi klassischer Schmitz. Genauso Sebastian Schmitz eben hat das auch geschafft. Ja, und da ist der Siegmann schon. Der Siegmann ist auch nur 13 Sekunden weg vom Hausen. Das war schon mal mehr. Jetzt muss vor allen Dingen der Kollege Unger sich hier zusammenreißen. Der hat jetzt hinten keinen Anpressdruck mehr und das würde jetzt auch schon leicht fühlen. Das wird er auf jeden Fall fühlen.
sehen wir hier in dieser schnellen Wechselkurve, fühlt sich das Auto an, als wäre es kein Auto. Also aber er kann damit auch umgehen. Jetzt wollen wir nur hoffen, dass er den Peugeot nicht abräumt. Nee, er hat die Sache oder den Ace Porsche. Ja, also er hat die Sache im Griff, er kann damit um. Und das kann bei weitem nicht jeder. Ja, das ist auf jeden Fall jetzt mal wieder schade gewesen, dass unser Überholmanöver dabei flöten gegangen ist. Das nächste engere Duell ist Patrick Rall gegen Nemechek. Also Rall fährt aber diese Peugeot gegen, was ist das, ein Acura, glaube ich. Oder ist das ein Porsche Spider von Gonzales? Das ist Acura. Acura. Ja, aber ich sehe das hier auf unserem 2 Zoll Monitor ganz schlecht. Ja, ansonsten ist auch spannend werden könnte, ist Colo gegen Seider. Hier sieht man das, also Colo ist jetzt am Randfahren Richtung Seider und hat jetzt mal leicht Vorbande mitgenommen. Da ist Randfahren nicht Richtung Seider, sondern Richtung Rand. Ja, vor allen Dingen musst du aufpassen, dass du dabei den Reifen nicht aufschlitzt an der Betonmauer. Ja, liegt beim Rausbeschleunigen ein bisschen unruhig, musst du da viel korrigieren. Hat hier aber noch fein zurückgesteckt, sonst wäre es auch wieder so ein Gewaltakt gewesen. Ja, 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 Jungs. Jo. Wow, auf, ja. Gottler. Da ja. Sieht man, bedankt Hoppla. Sich. Bichler man hat's in der Box. Gesehen. Bichler jetzt schon in der Box. Wie viel Zeit haben wir denn jetzt verstrichen lassen? Jetzt muss ich auf meinen Zeitmonitor gucken, für alle, die es nicht wissen. So viel ist noch nicht. Also wir sind eigentlich noch nicht dran mit den Stops. Über eine halbe Stunde sind wir. Also warum ist Bichler in der Box? Wir sind doch nicht dran. Hat der Bichler irgendwo Schaden gehabt oder was war da los? Mir versucht da noch mal Replay zu sehen. Das Auto sieht aber relativ ganz aus. Hat auch schön eingepackt, also vielleicht fährt er hier auch volles Programm. Das kann auch sein, dass der seine Stints verkürzt hat. Weiß ich allerdings nicht, ob ich hier gerade, also Rüdiger auf jeden Fall jetzt führen. Da jetzt muss ich noch mal gucken, ob unser Bild auch richtig, dass wir nicht im Replay sind. Ja, Wladislav Britik, unser Boxenreporter, steht in dem Türrahmen und bringt uns den Felix Heinen mit. Hallo Felix, erklär mal, was war los? Ja, hallo erstmal in die Runde. Ja, ich weiß gar nicht mehr, das ging alles so schnell, schwer zu rekonstruieren. Ich weiß nur, dass ich die lange Gerade runterkam, auf der Ideallinie ein paar langsame Fahrzeuge fuhren, alle rechts rübergezogen sind. Ich bin dann auch rechts rüber gefahren, um was zu sehen noch und sehe dann nur im Augenwinkel das 30 Meter Schild verschwinden, drück voll auf die Bremse, hat der Wagen nach rechts verzogen, weil ich dann noch dem Christian ausgewichen bin, damit ich nämlich hinten drauf fahre, ja, dann in eine Wand eingeschlagen rechts, da war der vordere rechte Reifen ab, was sonst da vorne alles kaputt war, ich weiß es nicht, ja. Dann habe ich mich versucht in der Box zu schleppen und das ging dann gründlich schief. Da vorne der rechte Reifen weg war und ich glaube links sowieso auch noch platt war, ging es dann da nach der nächsten langen Geraden geradeaus und dann waren beide vordere Reifen ab. Und dann... Und da sehen wir schon wieder einen Reifen auf der Strecke. Irgendwer ist schon wieder im Dreiradmodus. Das könnte der Björn Riske oder der Fritz Laditz gewesen sein, die sind nämlich beide in der Box. Ja, das sah eigentlich für euch übertrieben gut aus. Ihr wart in richtig guter Verfassung, Auto lag gut, Konditionen im Qualifying war auch ganz gut. Ja, ist natürlich dann überdurchschnittlich traurig, wenn es dann so ruppig auf einmal vorbei ist. Ja, ja, also das Auto ging diesmal echt verdammt gut. Wir waren sehr zufrieden mit den Zeiten. Wir hätten diesmal so leicht mit ein wenig Glück gewinnen können. Ja, Qualifying wäre noch was mehr gegangen. Also ich bin im Vorhinein schon mal eine 5-6 gefahren oder eine 5-5. Das Qualifying hat dann irgendwie nicht geklappt. Ja, blöd gelaufen. Tut mir nur leid für den Matthias, dass der keine Runde gefahren ist. Entschuldige nochmal an dieser Stelle an Matthias. Ja, er wird es mehr oder weniger hinnehmen müssen. Es tut mir leid für euch. Ich hätte euch ein schönes Ergebnis gewünscht. Denk mal, Treppchen wäre sicher gewesen. Und wie du sagst, denke ich auch, mit etwas Glück oder mit etwas Pech der anderen, wäre auch ein guter Sieg drin gewesen.
Schade, dass das Projekt heute erstmal nicht zu Ende geführt wird. Nächsten Anlauf oder nächsten Versuch habt ihr dann in fast 4 Wochen. Da wünsche ich euch dann fürs nächste Mal viel Glück. Ja, danke, dass du hier warst. Viel Spaß noch beim Zugucken oder beim Weiterrauchen. Ich habe gehört, Senfzigarren sind im Moment in bei dir. ja, da gab es einen Dreher von dem LMP2 No Limit. Der Jürgen Müller hat es da ein bisschen übertrieben. Ja, wie gesagt, das war Felix Heinen, Green Flashes. Herzlichen Dank für deinen Besuch. Jo, bitteschön. Und noch viel Spaß allen Zuschauern. Ciao. Wiedersehen. Ja. Ja, da hat es Jürgen wirklich rumgedreht gehabt. Also das war jetzt immer ganz komisch. Aber jetzt rollt er wieder mittlerweile. Ja, hat sich war jetzt die Reifen. Sehen es von der Seite aus wie ein Tetrapack. Schön eckig gefahren. Park Jung oder gerutscht. In der Box, da muss ja auch irgendwas gewesen sein. Ja. 19. Ja, habe ich schon geguckt. Jetzt 20. Ja, ich kann jetzt leider nicht mehr zurückspulen. Ich weiß es nicht mehr, was da los ist. Mal abwarten. Also keine Infos, was da momentan los ist. Leute, die Infos loswerden wollen, einfach beim Teamspeak uns, im Racers League Teamspeak uns anschreiben, anstupsen oder auch ins Foyer von Endurance TV kommen. Dann werden wir euch in die Kabine zerren. Oder ansonsten sucht einfach im Fahrerlager den Vladislav Pritschik. Der hat die orange Endurance TV Kappe auf und der bringt euch dann hoch. Ja, und um euch da oben doch. Oh, lade jetzt raus. Verdammt. Patrick Weyrich raus. Was ist denn da abseits der Kamera noch alles schief gegangen? Hinten fährt raus. Und hinten fuhr der Virtual Racing Sports Aston Martin auch wieder in die Box. Ja, ist auf jeden Fall im Moment richtig was los. Jeder, der irgendwo Infos für uns hat, kann gerne vorbeikommen. Schnellste jetzt übrigens in der GT3-Klasse von Marco Siegmeier gerade auf dem Weg. Ist hier auf das Auto aufzuholen, was im Bild auf den Panos von Lukashausen. Also sieht man, der hat heute Lunde geleckt, Augen geschubbert, ja, was auch immer. Lunte gefummelt. So, ansonsten die Abstände momentan relativ groß. Ja, obwohl ja viele eng zusammen sind, die Abstände relativ groß. Hört sich für nicht eingeweihte etwas seltsam an. Ja, also denn alles die Reihenfolge auf der Strecke Fall ist ja nicht immer die Reihenfolge in der Wertung. Da es im Laufe eines Rennens natürlich zu Überrundungen kommen kann. Ja, das ist wir können ja mal kurz einen Überblick verschaffen. Also, da steht der Jürgen Müller auf der Zielgeraden. Dann vorhin da schon. Wie bestellt und nicht abgeholt. Und da kommt der Marc Jung wieder aus der Box. Oh, der stand lang. Also da scheint ein neuer Durchstopp gewesen zu sein. Ja, zum Gesamtüberblick jetzt mal. Ich fange mal an. Die NMP1-Klasse sieht es momentan wie folgt aus. Wöhlige, Osterland, Müller. Also ich sag mal lieber die Teams. OSR, Simracing, DE 2 auf 1. Video Racing Sports 1 auf 2. No Limit Team Audi auf 3. Motorsport for All NMP 1 auf 4. Auf 5 ist No Limit Team Büschbohr, auf 6 ist Kickfish Racing 3, auf 6 ist mittlerweile Christian Fege, also No Limit Peugeot. Nein, der ist auf 5 und auf 6 ist RAL. Und auf 7 ist VE Racing. Hab Vertrauen, Onkel, hab Vertrauen. Okay, ich gebe mich deinen Informationen hin so, und glaube. Auf 8 ist RS, der bei mir übrigens fährt. Carsten Marquardt fährt dann nämlich, weil du vorhin behauptet hast, der Bernd Arndt ist raus. Okay, ja, der wird hier bei mir als weg. Ja, als dann drücken wir mal hier deinen Monitor wieder aktuell und alles wird gut. Der ist nämlich auf 8 RS Racing. So, und damit hätte man die LMP1-Klasse durch. Da gab es noch keinen Ausfall in der LMP1. Wäre ich drunter.
der LMP2-Klasse auf Platz 1 liegen. Room Racing auf 1, auf 2 ist Bibi Gonzales, auf 3 Quadriga Corsa, auf 4 VE Racing LMP2, auf 5 Video Racing Sports 2, auf 6 ist Online Sim Racing DE 1, auf 7 ist DE Motorsports, auf 8 haben wir Motorsport for All LMP2, auf 9 No Limit Motorsport LMP, also auch immer das ist, da fehlt mir das Zeichen hinten dran. Gibt ja noch einen bei denen in der LMP2 Klasse. Dort gibt es auch keinen Ausfall in der LMP2. Jetzt kommen wir zur GD1 Klasse. Die GD1 angeführt, Wunderts von Core Motorsports. Auf Platz 2 ganz weit weg und jetzt halte ich fest, auf Platz 2 momentan Mark Jung vom Werbemodo 2, das ist das Auto, was ewig eben in der Box stand. Es stand sogar zweimal in Box, kann ich sagen. Richtig. Auf Platz 3 Video Racing Sports 3 mit Audio Stocker. Auf Platz 4 Core und Limit Sebastian Schmidt. Auf Platz 5 der erste Ausfall. Also hier fahren nur noch 4 Autos in der GD1. Na, das ist ja mal wieder sehr unterhaltsam. Also auf Platz 5 der erste Ausfall. Warte, lass mich kurz fertig machen. Friedrich Laditz VE. 6 Ausfall Killer Fisch Racing 2, 7 Ausfall WH Racing, 8 Ausfall Green Flash, das hatten wir eben im Interview, 9 Ausfall Killer Fisch Racing, Rico Kohlmeier, das waren die GD1. Was wolltest du sagen, Harald? Ich wollte noch sagen, der Werbomotor Aston Martin hat nicht nur einmal in der Box gestanden, sondern der hat einmal unplanmäßig gestanden zum Reparieren und es hat sich dann noch eine Pitlane Speeding Strafe eingefangen und war nochmal in der Box, Drive Screw, weil er zu schnell war beim Reparaturstopp in der Boxengasse. Und das von so einem alten Hasen wie dem Mark Jung. Das ist ja wohl ein Ding. Ja, so, GD2. Wir hätten... Ja, bitte. Mach die GD2 Klasse fix. Gut, also die GD2. Platz 1. L Square Racing Lukashausen. Platz 2. Motorsports Junior Marco Siegmann. Platz 3. Ace Racing GD2 Fabio Enders. Platz 4. M Technology Jan Henderkes. Platz 5, Marcel Unger, Online Sim Racing DE 3. Dann haben wir mit Platz 6 den ersten Ausfall VE Racing, Georg Peklo. Und Platz 7, VE Racing, Markus Nofke Ausfall. Und Platz 8, auch Ausfall. Ja, nee, vergiss es. Ist kein Ausfall, planmäßig nicht gestartet, Endurance TV 2. Damit hätten wir alle. Richtig. Oh, und der Jürgen Müller auf der weite Linie. Ja, und wir haben eben die aerodynamische Porsche Werksupgrades von MTech bewundert, haubenfrei. Und vielleicht können wir da die Teilinformationen kriegen. Mike Vogt, Teamchef M-Technology, ist gerade bei uns. Hallo Mike. Hallo. Ja, das sind die Prototypen-Teile vom 2013er Modell. Und da hat es den Hausen erwischt. Der hat da gedreht. Ausgangsstartziel. Auf P18. Warte auch mal, ob wir da nochmal was sehen. Und jetzt, kurzes Sitz, starkes Bums. Und schwuppdiwupp, einmal ringsum. Genau im Scheitpunkt. Also wie man da das Auto verliert, muss mir auch noch einer zeigen. Ja. Genau in der Rollphase. Ja, zurück zum Mike. Mike. Ja, erzähl. Sorry für die Unterbrechung. Ja, also wir haben wahrscheinlich schon die ersten Prototypen-Teile vom... Oh, was war das? Moment. Nee, rollt wieder, war ein Anzeigebug. Mach weiter. sind wahrscheinlich schon die ersten Prototypen-Teile vom 2013er Modell. Bei uns war das Problem, dass sich vor uns zwei LMP2s waren, glaube ich, und ein GT irgendwie miteinander verhakt haben. Und Jan kam halt gerade um diesen schnellen Linksknick rum, kurz vor der Schikane. Und keine Chance mehr irgendwie auszuweichen. Halt frontal eingefahren, Motorhaube ab und Reifenschaden. Standen halt schon mal in der Box. Ja, so einfach geht's hier. Es wird euch eventuell trösten, dass ihr da nicht die Einzigen wart heute. Die Anfangsphase war sehr turbulent. Es wurden Kundenkarten im Gold-Modus verteilt in der Boxengasse. Es war richtig viel Betrieb. Ihr seid noch vergleichsweise glimpflich davon gekommen, denn euer Auto rollt noch. Wir haben in den letzten 10 Runden wirklich erstaunlich viele Ausfälle gehabt. Die Betonmauern hier, die zollen jetzt hier Tribut, kann man sagen. Also denen zollt man jetzt langsam Tribut hier im Fahrerfeld. Ist echt anstrengend anscheinend, hier die Nerven zu behalten.
Ja, ist richtig. Also das Auto rollt noch, aber das ist noch alles. Also es rollt nur noch. Das ist das Problem. Und sämtliche direkten Konkurrenten in der Meisterschaft sind halt alle drei vor uns. Ne? Und schnelle Zeiten ist momentan eigentlich überhaupt nicht mehr drin, weil uns fehlt jetzt halt Topspeed. Und ja, fährt sich halt eher so ein Kasten Bier auf Ecstasy, das Ding, sagt Jan. Und ja, mal schauen, dass man durchkommt und gucken, was noch passiert. Ja, also es ist noch, war salopp auszudrücken, gerade mal Halbzeit. Und ich dachte, das kann hier noch jeden treffen, deswegen Kopf hoch, vorher frei, nach vorne gucken. Strategische Geheimfahrer fährst du heute auch noch? Oder fährt Jan allein? Gute Frage. Ich glaube, Jan macht das alleine. Ja, er weiß zumindest, wie jetzt mit dem kaputten Auto das Setup reagiert. Ne? Braucht man keine Umstellung mehr riskieren. Ist eventuell die taktisch clevere Variante, als dann noch so ein Experimentier-Einrollphase da zu haben mit einem anderen Fahrer. Der dann das Auto in dem Zustand jetzt noch nicht so kennt. War eigentlich von vornherein nicht geplant, dass ich fahre. Okay. Es war eigentlich geplant, dass der Marcel Wiederholt fährt. Bei dem ist aber was dazwischen gekommen. Dann hatte ich zwar vorhin mal überlegt, ob ich noch ein paar Runden fahre. Nicht einfach auf die Strecke, aber das ist mir einfach zu riskant, weil ich hier keine Runde gedreht habe vorher. Da macht Jan das einfach mal zu Ende. Der ist jetzt im Rhythmus drin und dann gucken wir mal, was noch passiert. Also ich kann mich noch erinnern, vor 2 Jahren, der GT2-Sieger, das war ein richtig toller Typ. Warst du das etwa oder was? Das ist richtig. Aber auch nur, weil Rick Rakete ausgefallen ist damals. Ja, nee, der ist nicht ausgefallen, der ist Zweiter geworden. Und zwar mit 15 Sekunden hinter mir, allerdings hatte der 4 Stops mehr. Wegen unverschuldet und selbstverschuldeten Unfällen war der 4-mal an der Box mit richtig langer Reparatur und war trotzdem am Ende vom Rennen 15 Sekunden nur hinter mir. Das war phänomenal. Ist mal, wie langsam du warst. Ja, ich war echt... Da habe ich ja richtig einen wahren Helden neben mir sitzen. Richtig. Ja, es tut mir total leid. Ich wollte kurz strunzen und dann geht es sofort nach hinten los. Ja. Schlimm. Nee, also jeder wusste, was hier auf einen in St. Petersburg zukommt. Ja, es war aber ganz ehrlich am Anfang auch die ein oder andere wirklich echt krasse Überrundung oder Überholung dabei. Also ja, ein bisschen mehr Rückhaltung. Gerade am Anfang, wenn alles noch so eng ist, sollte schon da sein. Also da waren teilweise Sachen dabei, da habe ich Jan nur noch schreien hören im TS. Muss halt dann auch nicht sein. Irgendwie. Kleinklassen fahren auch Rennen. Ich verstehe es ja, dass die Großen da schnell durch wollen, ist ja auch alles schön und gut, aber die Kleinen fahren halt auch Rennen, gerade wenn sie so 3 Zehntel auseinander sind, wie am Anfang mit Fabio Enders und dann halt ein LMP2 sich mitten reindrückt beim Anbremsen, das ist halt dann gerade für so einen Porsche, der eh schon ein bisschen ein leichtes Heck bekommt öfters mal, ist das dann bestimmt so eine Situation, wo du große Augen machst, ne? Ja, richtig. Da gibt's dir voll und ganz recht. Wir haben die ein oder andere Situation schon live mitbewundert und uns rhythmisch mit dem Kopfschütteln abgewechselt. Da ist Stadtkurs ist halt immer noch was anderes. Man sieht, dass bei dem einen oder anderen entweder die Konzentration nachlässt oder die Geduld oder was auch immer. Denn nach 200 Metern Abstand sieht man den Gegner hier schon nicht, weil er schon 3 Kurven weiter ist und überall die Wände dazwischen sind. Da sind die Leute vielleicht ein bisschen kribitziger und wollen unbedingt vorbei, damit man den Gegner wieder sehen kann. Auf anderen Strecken kann man den Gegner halt über die Wiese angucken, hier durch die Mauer nicht. Naja, aber angepisst sind sie dann im Endeffekt, wenn sie in der Box stehen, weil das Auto kaputt ist. Das ist natürlich richtig. Lieber mal 2-3 Zehntel verlieren und das Auto ganz lassen. Und da hat es wieder gerappelt. Ist der Horne von Chor. Er hat jetzt dasselbe Upgrade bekommen wie er, jetzt auch ohne Haube. So, mal gucken, ob wir da noch mal was sehen, was da los war. Ui, das war... Ja. Wenn ich... Ich werde mal wieder zu Jan runtergehen. Also, es sieht so aus, als hätte ich danke dir. Argo da den Abgang in den Reifenstapel gesucht. Ja, bei uns für Insider-Informationen für MTech. Uiuiuiui. War Mike Vogt, Teamchef von MTech Technology. Herzlichen Dank für deinen Besuch. Kein Problem. Ciao, ciao. Weitermachen. Ciao. Tschüss. Ja, also jetzt, Marco, muss nicht über den Boxenplatz drüber rutschen, dann werden auch die Räder wieder angeschraubt. Und mal gucken, ob er das packt.
Das ist natürlich schade, weil das war nämlich hier, der war schon wieder auf dem Vormarsch Richtung Lukashausen. Und das Auto wird nicht repariert.